immer zumachen, sonst können die Dorfwohner raus. Ich denke mal, dass die Folge, die erste Folge heute noch kommt, oder? Lol. Ja, ja, ich werde heute zwei Folgen hochladen, nämlich die letzte, also jetzt nicht diese hier, sondern die erste von FreeCraft. Wir sind hier übrigens in einer neuen Folge FreeCraft. Und die andere Folge, die Minecraft normal Let's Play Together 2, nee, beziehungsweise 3 in dem Fall. Ne, eigentlich schon 4. Nee, warte. Egal. So. Ihr habt ja jetzt ungefähr die Stadt gesehen im ersten Teil. Jetzt gehen wir mal da hinten hin. Da gibt es nämlich auch noch was von uns. Aha. Unsere Zivilisation. Das mit den Dorfwohnern, das wusste ich auch noch nicht. Ich weiß jetzt nicht. Das ist auch neu. Hat einfach hingebappt, die Dorfbewohner. Bist du da gerade? Ne, ich bin unterirdisch, wie gesagt. Ich farme. Achso, ich dachte, du... Leider ist meine Spitzhacke kaputt, habe ich nur 34 Eisen und 4 Golderz. Ja, ich habe einfach 4 Eisenspitzhacken im Inventar. Schade, hätte gerne mehr, weil das ist eine richtig geile Schlucht, aber ich weiß, wo die ist. Und da kann ich mich in Zukunft drum kümmern. Das ist eine richtig geile Schlucht. Irgendwo hatte X Silver, hat irgendwo eine geheime, ein geheimes Haus, wo er keinem zeigen will. Da hat auch irgendwie eine Mob-Farmer eigentlich. Ja, aber Alter, wo er keinem zeigen will, Junge, ich hab das Ding schon gesehen. Echt? Okay, ich hab's nicht gesehen. Wo ist denn das Ding? Der Marp hat's auch schon gesehen, aber ich nicht, natürlich. Nee. Ja, wo ist denn das Ding? Ja, das würde ich gerne mal sehen. Ich komm gleich wieder hoch und dann zeige ich dir das. Komm auch mal gleich wieder hoch, wir treffen ja, uns dann. Ja, ich bin oben. Also ja, ich bin noch nicht oben. Ich zeig den unseren Zuschauern gerade noch was. Ist klar. Wir wollten mal ursprünglich mal eine Mobfarm reinbauen. Ich weiß nicht, was da draus geworden ist. Ich glaube, da draus ist sogar eine Mobfarm geworden. So, das wollte ich euch zeigen und jetzt gehen wir zurück zur anderen Mobfarm. Da sind zwei. Ah, hier sind 26, geil. Beziehungsweise zum Haus vom X the Silver. Hast du mit dem eigentlich schon. Du hast doch einmal mit dem sogar noch schon aufgenommen, gell? Also. Mit dem Namenlosen, ne? Dem Namenlosen, das war TTT, ist die Folge oben? Ja, die ist oben. Bin ich mir gar nicht sicher. Nee, die ist nicht oben. Ich glaube, eine ist oben, da war er noch nicht dabei, da war er noch im Hintergrund, Skype hat nichts gesprochen. Da war ich dabei. Zweiten und dritten, das musst du auch mal hochladen. Nicht hochgeladen. Müsste ich mal hochladen, ja. Ja. Und wer war der Kollege bei Cube World? Das war wieder jemand anderes, ne? Das war der Jensumon. Der Jensumon. Oder auch Bob the Frog, der... Ja, den kennt ihr. Schaut euch einfach Challenge of Cube World. Dann habe ich eine Folge hochgeladen, kam ganz gut an, aber danach hatte ich keinen Bock mehr. Den kennt ihr. Und der kann ja auch mal auf den Server kommen, ist meine. Da können ja noch viel kommen. Das muss aber dazu sagen, der Server läuft in 14 Tagen aus. Und dann muss er verlängert werden. Ja. Und das werden wir auf jeden Fall noch ein bis zwei Monate verlängern und danach wird es sich um die Zukunft. Was laberst du für eine Scheiße von ein bis zwei Monaten? Ja, keine Ahnung. Der Chelsea sagt einfach mal irgendeine Zahl. Ja, ich denke mal ein bis zwei Monate, weil danach hat keiner mehr Bock. Nach einem okay Spiel ist. Wow! Was geht hier mit dem Anfangshauser? Boah. Ja, man merkt, der Chelsea ist kein Gamer, sondern eher so ein Assi. Weil er genau. Anderen den Spielspaß verderben will. Okay, wir werden den Server noch 3 Jahre lang verlängern. Ey, was laberst du von 3 Jahren, ey? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ey. Nein, keine Ahnung, ich denke mal, aber so allzu lang, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie lange das Server noch geht. Ja, nur weil du keinen Bock hast, heißt das nicht, dass niemand anders mehr Bock hat. Also ich denke mal... Weil der Jojo, der hat auch keinen Bock mehr auf DayZ und wir müssten unbedingt mal wieder DayZ aufnehmen, aber der Jojo hat keinen Bock. Ja, da muss ich ehrlich... Ah, oh, hier geht immer alles kaputt, Manchester Po. Ich muss ehrlich sagen, ich will eigentlich erst wieder DayZ spielen, wenn das Update mit Autos oder mit Fahrzeugen draußen ist. Habe ich eigentlich gesagt, mal schauen, wie es so ist, dann wird aber DayZ wiederkommen. Aber jetzt zu dem Server nochmal zurück, ich denke, okay, ich denke 3 Monate auf jeden, 4 Monate auf jeden Fall noch. Hier ist die Mobfarm vom X. The Silver. Wo ist denn das? Geh mal zum Mabra. Der Jojo ist so ein orientierungsloser Sack, der findet da niemals hin. Zum Mabra, der hinten das Haus? Ja, ja. Also, ja, okay. Also nicht die Bergbude. Ja. Und dann? Da ist doch da eine Brücke, ne? Hinten dran, ja. Ja. Und du laufst einfach vom Mabra HD seinem Haus komplett geradeaus nach hinten, also entgegengesetzt zum Mond. Wo ist denn die Brücke? Ah, hier, ja. Wo ist denn der Mond? Da. Entgegengesetzt, ja. Ja, da hinten bist du. Das weit? Da. Hier. Alter, entgegengesetzt vom Mond. Bist du behindert? Ja, laufe ich ja gerade hin.
Ah ja. Nee, da läufst du eben nicht hin. Ich bin hier. Ja, dann lauf ich ja hin. Ich habe 2 Eisenschwerter und 1 Dierschwert mit dem Inventory, also ich mach dich jetzt platt, nein. Hat denn da keiner mit so nubischen Skills ein bisschen was anfangen? Alter, leck mich. So. Ah, da, okay. Er baut sich anscheinend aus, dass man sogar hingehen kann, nimm mir Geheimnis. Was ist das hier? Hä, wer hat denn gesagt, dass das ein Geheimnis wäre? Er hat sich das mal so, ein kleines Loch gebaut gehabt und hat gesagt, dass keine soll es finden. Wann hat er das gesagt? Irgendwann mal. Alter, diese Zeitangaben, ne? Ich feier die so extremst. Ah, hier geht's runter. Ah. Ja, alles ausgeleuchtet, alles wahrscheinlich die Mobfarm da. Ja, ja, hier unten ist die Mobfarm. Ja, ist recht egal. Das ist die Mobfarm. Ja, aber ich weiß auch jetzt nicht, warum die nicht in Betrieb ist. Da habe ich keinen blassen Schimmer. Wo bist? Blass wird übrigens mit B, P geschrieben bei mir. Ah ja, Alter, ja, der Quarzblöcke, richtig geiler Typ. Da hinten ist Skelette. Ich könnte mal wieder Pfeile gebrauchen. Ist denn dein Haus woanders? Das weiß ich nicht. Okay. Da habe ich keinen blassen Schimmer. Ein Blass, wie gesagt, mit P. Yo. Scheiße. Wir diskriminieren niemanden, auch wenn es Zombies sind. Na doch, Zombies diskriminieren wir, das darf man. Zombies mobben, weil sie sind ja auch Mobs. Ich würde sagen, langsam beenden wir dieses Ding hier von Minecraft Freecraft. Und genau. Wie gesagt, bis zu den nächsten Folgen. Was? Wir sagen ciao. Ja, wir sagen ciao gleich, nachdem ich den Zombie gekillt habe. Wisst ihr, was geil ist? Weißt du, was geil ist? Mhm. Wenn du Level 30 hast, ne? Ja. Und du dann an den Zaubertisch gehst, mit 3 Lapis Lazuli den verzaubern, ne? Ja. Dann hast du nach der Verzauberung immer noch 27 Level. Das zieht dir nur 3 Level ab. Mhm. Und nicht alle 30. Das ist schön. Wenn du auf Level 30 verzauberst. Schön. Gut, der Challenger hat... an der Reaktion merkt man, dass der Challenger 0 Ahnung vom Verzaubern hat. Weil sonst würde er jetzt sagen, was? Alter, geil! Alter, was? Nur so wenig jemand abgezogen. Geil! Ja. So, meine Freunde. Ja, wir werden das dann beenden jetzt, wo ich von allen Seiten beschossen, geschlagen werde. So wie auch in der Schule. Nein. Also, meine Damen und Herren, hier ist übrigens unsere große Farm. Also, meine ist natürlich viel größer, aber die bezeichnen es als große Farm. Der Mapra und die anderen Kollegen hier. Hier muss ich übrigens noch ausleuchten. Das Ganze wird Straßenlaternen muss ich schon machen. Also, naja, es wird noch viel muss noch gemacht werden. Hier, das muss ich jetzt noch verkleiden. Das mache ich jetzt instant nach dieser Aufnahme. Was du noch alles vorhast, ey. Ja, Alter, ohne Scheiß. Ich bin so... Lol. Ich bin so... Ich würde sagen, die Folge gibt bestimmt schon über 10 Minuten. Nee, geht's nicht. Also, wir sehen uns, nichtsdestotrotz, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Euer, Moment, euer Squad. Ciao, Joe und den Squad, ciao. Tschüss.